Herzlich willkommen im neuen Online-Banking für institutionelle Kunden. Es erwarten Sie nützliche Funktionalitäten und eine moderne sowie intuitive Benutzeroberfläche. Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt auf unserer Internetseite www.kd-bank.de über den Bereich Online-Banking. Sie gelangen nun zunächst auf eine Zwischenseite, auf der Sie weitere Informationen sowie häufige Fragen zum neuen Online-Banking finden. Für eine Übergangsfrist von 4 Wochen stellen wir Ihnen auf dieser Seite übrigens den Link zum alten Online-Banking parallel zur Verfügung. Bitte klicken Sie auf den Link zum neuen Online-Banking. Melden Sie sich nun mit Ihrem bisherigen VNet-Key bzw. Alias sowie Ihrer PIN an. Die Zugangsdaten haben sich durch die Umstellung nicht verändert. Nach der Anmeldung gelangen Sie zur Gesamtübersicht Ihrer Konten. Für mehr Übersichtlichkeit haben Sie die Möglichkeit, Ihre Konten individuell zu sortieren. Auch das Umbenennen Ihrer Konten ist ab sofort möglich. Haben Sie Konten bei anderen Banken? Mit der Multibank-Funktion können Sie auch diese in der Gesamtübersicht anzeigen lassen. Aufwendiges Suchen einzelner Umsätze erspart Ihnen die neue Suchfunktion. Durch Eingabe des Namens, des Verwendungszwecks, der IBAN oder des Betrags gelangen Sie deutlich schneller an Ihr Ziel. Den elektronischen Postkorb finden Sie ab sofort über das Briefsymbol oben rechts. Alle Dokumente werden hier übrigens für 10 Jahre archiviert. Treten Sie einfach und schnell mit Ihrem Ansprechpartner, der Bank für Kirche und Diakonie, über den Punkt Nachrichten schreiben in Kontakt. Diese Option finden Sie übrigens auch im Kontaktbereich auf der rechten Seite. Am besten klicken Sie sich einfach mal durch die neue Benutzeroberfläche. Sollten Sie zwischendurch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit über die Live-Chat-Funktion zur Verfügung. Über den Reiter Überweisungen oder über das Symbol unter Ihrem Konto können Sie Überweisungen tätigen. Auch das Erfassen von Daueraufträgen, Sammelüberweisungen oder Auslandsüberweisungen ist über diesen Weg möglich. Daneben erscheint der Menüpunkt Lastschriften. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Sammellastschriften oder Dauerlastschriften anzulegen. Bei Bedarf können Sie die Lastschriften oder Überweisungen für die Zukunft als Vorlage speichern. Über den Menüpunkt Aufträge gelangen Sie zur Dateiverarbeitung. Hier können Sie bereits mit einer Finanzbuchhaltungssoftware erstellte Zahlungsdateien hochladen oder von Ihrem Service-Rechenzentrum übertragene Zahlungsdateien freigeben. Über das Pluszeichen können Sie die entsprechende Datei hochladen. Ist für Ihre Zahlungsaufträge eine Freigabe im Vier-Augen-Prinzip notwendig? So können Sie diese unter Aufträge, Auftragsfreigabe mit einer zweiten Unterschrift versehen und somit freigeben. Sollten Sie im alten Online-Banking mit Vorlagen für Überweisungen, Lastschriften oder Auslandsüberweisungen gearbeitet haben, so können Sie diese über den Reiter Vorlagen ins neue Online-Banking übertragen. Im zweiten Halbjahr diesen Jahres können sich auch alle Privatkunden der Bank für Kirche und Diakonie auf ein neues Online-Banking freuen. Informationen stellen wir zeitnah auf unserer Internetseite zur Verfügung.